Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe des Treffer, wie immer Montag um 18.30 Uhr. Und diese Ausgabe dreht sich um den Mann hier hinter mir. Marek Mintal, das Phantom-Club-Legende und jetzt seit kurzem Trainer der Spielvereinigung Bayreuth. Wir waren schon dabei, als er im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Wir waren auch bei seinem ersten Training dabei letzte Woche, beim Trainingsauftakt und beim ersten Spiel in Kasendorf. In dieser Sendung werden wir uns zum ersten Mal ausführlich mit Marek Mintal unterhalten. Und das tut meine Kollegin Alexandra Seibold. Sie steht mit Marek Mintal genau wo, Alex? Wo steht ihr? Wir sitzen hier in Bischofsgrün. Ich habe Marek Mintal bei mir zu Gast. Freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Bischofsgrün, ihr habt gerade euer Trainingslager hier mit der Spielvereinigung. Wie sind so die ersten Eindrücke? Du bist ja jetzt seit einem Monat ungefähr der neue Cheftrainer. Alex, hallo. Ja, bin ich auch. Erstes Mal in Bischofsgrün. Sehr zufrieden. Und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Passt perfekt. Sehr gut. Wir gehen gleich noch in die Tiefe, wir zwei. Jetzt gebe ich aber erstmal zurück zu Dirk Feustel ins Studio. Danke dir erstmal, Alex, für diesen Moment. Ihr macht gleich weiter in Bischofsgrün im Trainingslager. Aber bevor wir dann den beiden zuhören, schauen wir mal, wie die ersten Tage für Marek Mintal so waren als Altstadtcoach. Diesen Mann muss man irgendwie mögen. Selbst wenn man nicht Marek Mintal Fan ist, findet man den 45-jährigen Slowaken irgendwie sympathisch. Warum? Er ist so anders als der Fußball. Ehrlich, freundlich, lustig, ganz ohne Allüren. Und trotzdem ist Marek Mintal 100% Ehrgeiz, 100% Engagement und das Ganze mit großem Herzen. Dass er jetzt die sportlichen Geschicke bei Bayreuth als Trainer leitet, kann man als guten Move der Altstadt bezeichnen. Einen Treffer. Und das ist er auch für Marek Mintal, seine erste Stelle als Chef. Für mich bedeutet Fußball echt extrem viel. Extrem viel. Klar, Familie, Kinder, meine Frau, Eltern, bleibt immer Punkt Nummer eins. Fußball ist Punkt Nummer eins, Punkt eins. Das heißt, ist Spaß, sind Freunde. Das sind Phasen, wo läuft richtig gut, wo läuft aber auch nicht richtig gut. Und trotzdem, in dieser Phase musst du menschlich bleiben. Jetzt, seit der Vorstellung Ende Mai, ist genau ein Monat vergangen. In diesem Monat hat Marek Mintal neue Spieler verpflichtet, andere verabschiedet. Vor einer Woche den Trainingsstart gehabt und dann auch gleich das erste Spiel. 6-0 gewann die Altstadt den allerersten Test nach dem Abstieg aus der dritten Liga. Seinen allerersten Test. Marek Mintal, Clublegende, Phantom. Ein Mann mit Mentalität. Man glaubt es manchmal immer noch nicht, dass er jetzt nicht mehr schwarz-rot, sondern schwarz-gelb ist. Bayreuth ist Verein mit Tradition, mit guten Fans. Am Donnerstag, den 20. Juli um 18.45 Uhr startet die Spielvereinigung Bayreuth beim Regionalliga-Auftakt, dem offiziellen, mit einem Heimspiel gegen Schalding-Heining. Dann wird's für Marek Mintal heiß. Die ersten Tage von Marek Mintal in Bayreuth als Altstadttrainer. Und jetzt, wie versprochen, das ausführliche Gespräch mit Alex Seibold in Bischofsgrün. Übernehmt bitte. So, jetzt haben wir gerade den Beitrag auch noch mal gesehen. Marek, was hat dich denn so gereizt an dieser Aufgabe, an der Spielvereinigung? Ich war schon letztes Jahr mit Präsidium oder mit Führungsleuten in Kontakt. Wo hat quasi Bayreuth in die dritte Liga aufgestiegen? Hat das leider nicht geklappt und ein Jahr später ein zweiter Versuch, zweite Möglichkeit. Wir wissen, ich war quasi nach Entlassung von Cheftrainer Nationalmannschaft, unser komplettes Trainerteam war entlassen und ich war fast ein Jahr daheim. Und wenn kommt diese Möglichkeit, diese Anfrage von Bayreuth, ich habe nicht lange überlegt. Wir haben uns wieder getroffen, wieder gesprochen und hat zweites Mal alles geklappt.
Sehr gut. Wir freuen uns, dass du da bist. Was hast du denn mitgenommen aus der Zeit als Co-Trainer, ja zuletzt eben von der U19 der Slowakei? Was habe ich alles mitgenommen? Viel Erfahrung, viel gesehen. Und was ist aber Wichtigste? Ich habe enorm viel Lust, wieder zu arbeiten. Ich habe kurze Pause dazwischen gehabt. Die war für mich persönlich und für unsere Familie wunderbar, wunderschön. Nach langer Zeit und dann habe ich wieder gehört, Bayreuth. Ich habe sofort kurz überlegt, aber sofort ja gesagt. Jetzt hast du ganz viele Erfahrungen gesammelt mit jungen Menschen, mit jungen Sportlern, mit jungen Fußballern. Wird das auch dann der Kader sein? Wird es darum gehen, junge Spieler zu entwickeln, junge Spieler zu holen jetzt eben für die Regionalliga-Saison? Ja gut, wir wissen, wie die Situation nach Abstieg war oder wie heute auch ist in Bayreuth. Klar, ich mag unheimlich gerne Arbeit mit die jüngere Generation, mit den Spielern. Erfahrung habe ich, will ich nicht sagen extrem viel, aber habe ich, weil die letzten 2 Jahre wie Cheftrainer mit U21, ich war Tag für Tag mit dieser Generation immer zusammen. Und hier triffst du einfach eine Mischung mit ältere, erfahrene Spieler und wir wollen gerne wieder diesen Weg auch mit jüngeren Spielern weitermachen und das ist die Aufgabe. Zwei ältere Spieler werden jetzt zum einen Benedikt Kirsch und Markus Thiereis. Wie steht es denn um die beiden? Kannst du dazu schon was sagen? Gut, ich habe nach Abstieg kann man das so sagen, der Sportdirektor war in engem Kontakt mit den Spielern, der hat persönliche Gespräche mit den Jungs, der hat einfach gefragt, wie ist die Situation bei den Jungs? Haben die Interesse hier zu bleiben oder wollen die etwas anderes ausprobieren? Die haben sich beide geäußert und der Stand ist, eventuell der Benedikt kommt zurück oder hat Interesse gezeigt, leider ist immer noch verletzt. Normalerweise ist ab heute quasi mit Mannschaft in Bischofsgrün, aber ist noch verletzt und Markus, keine Ahnung. Fakt ist, ich hab keinen persönlichen Kontakt mit den Jungs gehabt, aber Sportdirektor, das heißt, ich habe mich total verlassen auf das, was Sportdirektor mit den zwei Jungs ausgemacht. Der war mit den Jungs in Kontakt und schauen wir mal, wie das geht weiter. Einer, der ja auf jeden Fall schon feststeht, der in der kommenden Saison für euch auflaufen wird, ist dein Sohn, Jakub. Stürmer, ganz der Papa quasi. Was kannst du ihnen über uns sagen? Ist ja schon was Besonderes, oder? Ich denke, Jakub hat schon einfach Qualität. Der Junge hat Potenzial und das ist nicht so, wo nimmst du dein Kind, weil du hast keine Ahnung, wo musst du mit ihm irgendwo andere Verein gehen. Das heißt andersrum. Ich habe gesagt zu den Leuten von Anfang an, bei erstem Gespräch, wenn das klappt mit meiner Persönlichkeit, will ich gerne Jakub mitnehmen, weil das sind die Fakten. Das ist einfach... Der Junge ist fleißig, der Junge hat Qualität und der Junge soll den nächsten Schritt quasi von Jugendfußball in die Herrenmannschaft, Herrenfußball machen und schaffen. Und Bayreuth hat auch von Anfang an ja gesagt. Das heißt, das ist nicht so, wo Vater und Sohn, das ist Trainer und Spieler. Und ich bin natürlich enorm dankbar, wenn darf ein Papa quasi das Kind trainieren, der Sohnemann. Und bis heute, wir haben unheimlich viel Spaß. Nicht nur ich, aber komplettes Trainerteam, auch mit Mannschaft, nicht nur mit Jakub. Aber der Junge passt. Der Junge passt, der ist bodenständig, der hat geile Charakter und der hat fußballerische Qualität. Wenn wir zurückblicken auf deine Zeit als Spieler, welcher Trainer hat dich denn da eigentlich am meisten geprägt in der Zeit? Gut, ich habe in meiner Profikarriere 27 Stück erlebt von Trainer. Das heißt, du nimmst von... Sag mal immer so von jeder Trainer etwas, aber das sind die erste Trainer, wo schaffst du quasi die Profi-Schritte. Sind so viele Trainer, waren das Trainer in der Slowakei, waren das Trainer auch bei Nationalmannschaft oder dann in Deutschland, Wolfgang Wolf, war das Hans Mayer, Michael Henning, Peter Hermann, das waren so viele Menschen, wo einfach... War schön und wunderbar, mit den Leuten zu arbeiten. Und welcher Trainertyp, wie würdest du dich da so beschreiben? Welcher Trainertyp bist du? Was ist dir wichtig als Trainer? Für mich ist es wichtig, das, was
das, was die Mannschaft Tag für Tag da draußen macht. Die sind Spieler, die haben Ansprüche, die haben Träume. Die sollen das einfach jeden Tag bestätigen, da draußen. Und ich bin der Mensch, welcher hilft gerne die Sportler. Das heißt, im sportlichen Bereich, aber auch im menschlichen Bereich. Und ich genieße gerne, wenn ich weiß, dass was wir wollen. Die Sachen sind nicht kompliziert, die sind echt einfach, weil Fußball ist einfach, den muss man nicht kompliziert machen. Das ist meine persönliche Meinung, aber auch Erfahrung. Das heißt, wenn die Einheit einfach da draußen auf dem Rasen passt, das ist für mich die schönste Antwort für mich wie Trainer. Das heißt, ich bin Trainer, welcher ist zielstrebig, klar, diszipliniert. Ohne diese Faktoren hast du wenige Chancen und bei den Sachen bleibe ich so lange, wie ich habe die Möglichkeit. Zielstrebigkeit ist ein ganz gutes Stichwort für meine schon letzte Frage. Saisonziel. Ihr seid jetzt abgestiegen aus der dritten Liga. Das heißt, wollt ihr oben mitspielen? Wollt ihr vielleicht über die Relegation irgendwie wieder in die dritte Liga kommen oder erstmal nicht? Was sind da die Pläne jetzt für die kommende Saison? Wir wissen, in 3,5 Wochen startet wieder die neue Saison und ich hoffe bis dahin, wir kriegen gute Mannschaft zusammen. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, aber Fakt ist, heute der Kader ist noch nicht zusammen. Das heißt, erst gute Mannschaft zusammenfinden und gut starten. Das ist schon wichtig. Ich will nicht sagen Ziel, weil Bayreuth war immer in vierte Liga einfach, wenn wir reden von der Regionalliga, war immer eine Top-Mannschaft. Wir wissen, wie die haben gespielt. Klar, die haben auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber die letzten Jahre waren die einfach präsenter. Die haben oben gespielt. Die haben mit Qualität aber auch aufgestiegen mit den Punkten. Das heißt, Bayreuth ist sehr gute Adresse. Und wir mit meinen Kollegen, unserem Trainerteam plus mit den Spielern, wir versuchen wieder diese gute Stempel, welche Bayreuth hat, wieder bestätigen. Und wir wissen, wenn holst du Punkte und passt der Tabelleplatz, machst du alles richtig. Wenn die Punkte und der Tabelleplatz ist nicht so, wie eine oder andere will, machst du schlechte Arbeit. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wie ich habe gesagt, Tag für Tag einfach genießen, das Beste draus machen, was geht, was ist möglich. Und für sowas wir sind da. Okay, dann sind wir gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Wünschen euch eine erfolgreiche Saison. Wir sprechen uns bestimmt nochmal während der Spielzeit. Vielen Dank, Marek. Und jetzt zurück zu dir, Dirk. Dankeschön, bitteschön. Das war's mit dem Treffer. Das war's mit dem ausführlichen Gespräch von Alex Seibold mit Marek Mintal. Danke den beiden nach Bischofsgrün. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Uns gibt's wieder hier in einer Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Unter der Woche gibt's die Halbzeit am Donnerstag. Und wer immer noch nicht genug kriegen kann, soziale Medien nutzen, TVO Sport. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Wer kennt diese unangenehme Situation nicht? Das Wasser fließt einfach nicht mehr ab. Mit modernsten Reinigungsgeräten und Kameratechniken hilft Ihnen Kanal Türpe Tag und Nacht gerne weiter. Selbstverständlich führt Kanal Türpe auch gesetzliche Dichtheitsprüfungen oder Kanalreparaturen ohne aufzugraben aus. Kanal Türpe, Ihr Partner rund ums Abwasser. Der neue Kia Niro. Denk einfach mal größer. Ausdrucksstark und selbstbewusst in jedem Detail. Kia, jetzt bei Exner in Hof, Ihrem offiziellen Kia-Händler für Hof und Umgebung. Exner, die erste Adresse. Boah, hab ich Bock auf Brezeln. Wie viele Buntstifte brauchst du denn noch? Das ist mein Pferd. Und meine Brezel? Geht doch. Alles, was kleine und große Herzen schneller schlagen lässt, gibt's bei DM. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Für Sie in ganz Oberfranken, auch in Ihrer Nähe. Wohltuendes Thermalwasser, bequeme Lounge-Möbel und kühle Drinks. Genießen unter blauem Himmel im Siebenquell in Weißenstadt.